Hallo, ich begrüße euch nochmal hier zum zweiten Teil. Ich habe ja gesagt, es wird ein paar mehr Teile geben oder einen zweiten Teil geben. Wie ich bemerkt habe, wird es wahrscheinlich auch noch einen Teil 3 oder 4 geben. Ich habe heute Morgen so viel sehen können. Jetzt kommen hier ein paar Wintergäste halt zu uns und an den Seen. Ich bin da kaum dran vorbeigekommen. Ich bin 50, 60 Meter da gelaufen. In der Zeit habe ich Lachmöwen fischen sehen, Eisvogel gesehen, Kormorane gesehen, Graureiher, Zwergtaucher, ja, sämtliche andere noch und also einfach unglaublich, was im Moment eigentlich hier an den Gewässern zu sehen ist. Was mir auch noch sehr eine Freude bereitet hat, das war ja auch noch nicht bekannt, ist vor einer Woche, ist jetzt wahrscheinlich durch den Vogelzug der Gänse, hier sind tausende Blässgänse, hunderte Nilgänse jetzt hier in der direkten Umgebung. Ich konnte einen Seeadler beobachten. Der ist hier jetzt noch nicht bekannt gewesen. Es war auch ein Jungtier. Oder noch nicht im adulten Kleid, noch im Jungkleid. Und ja, es hat mir schon. Also, da musste ich zweimal erstmal hingucken. Ich habe erst gedacht, das ist eine Weihe oder vielleicht ein Bussard, aber ich habe mir schon gedacht, von der Flügelspannweite größer als die Gans. Das muss doch irgendwas anderes sein. Und dann habe ich ein Bild hinbekommen und da konnte man das wirklich gut drauf erkennen. Der riesige Schnabel und einfach auch das Federkleid, dass es noch ein Jungtier war. Ja, und ich habe jetzt noch mal eine andere Idee bekommen. Wie man sieht hier, ist eine Wildkamera. Also damit hat er wohl erstmal zu kämpfen. Heftig. Zeigen hier. Auch ein Fisch gefangen, mein Gott. Gänsesäger. Wintergäste.
Nicht schlecht. Da war mal ein dicker Fisch bei so einer Möwe, würde ich sagen. Ich fotografiere ja nicht nur Vögel, ich interessiere mich auch ein bisschen für das andere alles, was so im Wald rumrennt. Und was mich interessieren würde, ist denn, was da oben wohl denn so nachts mal herumrennt. Ja, und da würde ich jetzt mal gerne eine Bildkamera reinhängen und dann mal bin ich einfach mal überrascht. Ich würde ja so gerne mal eine Schleiereule finden und eigentlich würde ich meinen, wenn ich eine Eule wäre, wäre das schon eigentlich gar nicht so ein schlechtes Zuhause.